hier ist Ronja und zusammen mit der Lia. Ah! Brechen wir uns heute ein paar Knochen, denn wir spielen den Knochenbrecher-Simulator. Angeblich war es der Versicherungsbetrugssimulator, aber hier, Roblox hat mich angelockt. Wie viele Knochen hast du? Warte, lass vergleichen. Wie viele Knochen hast du dir gebrochen? Ich glaube, ich hatte 6. Achtzehn! 18 Knochen habe ich mir gerade gebrochen. Boy. Ich habe mir übrigens gerade wirklich einen Knochen gebrochen. Nee, ich habe 3. Ich habe eben wirklich nur 3. Ronja. 1 Knochen, 2 Ligamente habe ich. Naja. Ich habe gerade gesagt, ich habe mir wirklich einen Knochen gebrochen. Ehrlich? Ja, ich bin gegen Türrahmen gelaufen und habe mir einen Zeh gebrochen. Au. Das habe ich auf Instagram gezeigt. Oh, ehrlich? Die Leute so, easy, du hast aber schöne Füße. Das sind die Fußleute. Du darfst niemals, niemals, niemals deine Füße im Internet posten, sonst passiert sowas. Es gibt immer komische Menschen, die das... Ich weiß auch nicht. Komm, wollen wir mal hier runterspringen? Ja, ja, ich war auch schon... Das sieht gefährlich aus. Hier schön gegen die Steinwand können wir uns beim Runterfallen genau. Schmettern. Okay, komm! Okay, 3, 2, 1, ab! Also, tot. Yes! Okay, oh ja, oh, da spritzt aber hier... Bäh. Oh, nein, ich wollte weiter runter. Nein! Oh, ah, Mist! 15 ich glaube, das war ein guter... Oh, 11 Knochen, 15 Ligamente. Was rechtes Schienbein ist komplett Matsch. Was sind Ligaments? Ich glaube, Gelenke? Gelenke? Ich bin nicht sicher. Also irgendwie, das Wort benutzt man nicht oft. Nicht wirklich. Vielleicht aber wir kriegen das besser hin. Egal. Okay, das war aber schon mal gut. 11 Knochen. 11 Knochen. Warte, ich zeig dir was. Komm mal mit. Wo bist du? Ah, da hinten. Hier hinten. Oh, dann können wir doch höher klettern, oder? Richtig. Wir können hier durch den Tunnel durch. Oh. Ich kenne das Ganze. Ich bin hier schon mal... Du bist schon erfahrener Knochenbrecher. Richtig. Na klar, man kennt's. Hab mir schon ab und zu mal das Genick hier gebrochen und die Zähne und ja. Die Nasenhaare und so. Und ja, jetzt zeige ich dir, wie man das macht. Okay, okay. Da bin ich doch dabei. Ich kletter. Ich bin so ein Kletterer. Hä, ich kann fliegen. Kann ich wirklich fliegen? Aber ich muss sagen, also dafür, dass das Roblox ist, sieht es gar nicht aus wie Roblox. Irgendwie die Landschaft ist voll natürlich gestaltet. Die ist ja oft auch mal so ein bunter, quadratischer Block. Ja, eigentlich schon. Aber so bunt ist es hier gar nicht. Hm? Ja. Nee. Oh mein Gott, wie hoch ist denn das? Oh, hier oben ist das Ende des Tunnels. Ui, ich spür's schon. Die ganzen Knochen, die ich mir hier brechen werde. Eieiei, guck mal. Oh, was wunderbar. Für eine Aussicht. Das hier oben also, wenn sind da wir. Nicht jeder Knoche einfach zu Matsche geht, dann weiß ich auch Warte, nicht. Wir brauchen eine gute Klippe. Hier ist aber alles so ein bisschen Wir sind aber wieder schwierig. Am Anfang. Ja, sind wir? Ja, es ist der Och, nö. Ich bin, egal, denn ich glaube, hier links ist ganz gut, weil hier habe ich mir 11 gebrochen. Aber der da oben, guck mal, der springt von da oben runter. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Vielleicht sind wir noch nicht High-Level genug. Darfst du wieder hoch dürfen? Oh, guck mal, der macht was Cleveres. Der klettert hier den Berg hoch. Das mache ich auch. Oh, nice. Aber bist du auf der linken Seite oder wo bist du? Boom. Ja, ich bin runtergesprungen. Ich glaube, das wird gut. 46? 46. Ja. Okay, los geht's. Oh, ich bin nicht gehüpft. Jetzt bin ich gehüpft. Schön dagegen. Cool. Getan. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Stark. Oh, weiter geht's. Oh ja, da sehe ich mich. 16 Knochen so far und weiter geht's. Ah, nee. Das war's? Ich glaube. Oh, aber es trötet. Easy. Komm mit, ich zeig dir einen Ort, wo man es gut machen kann. 36. 36? Das ist gut. Das ist wild. 36 Knochen habe ich mir zermanscht. Sehr schön. Stell dir mal vor, das würdest du im echten Leben, da würdest du dich nicht so freuen. Nee. Kommt sofort der Notarzt. Ich glaube auch. Meine ganze Hüfte, alles kaputt. Komm, ich zeig dir noch. Warte, der da hinten, der springt von da oben vom Berg, oder? Ja, ja, das ist, was ich eben gemeint habe. Wenn du da hochkletterst, dann kannst du richtig gute Zahlen erzielen. Aber ich glaube, hier gibt es auch noch andere Maps. Ja, oh stimmt, das geht. Wenn man stirbt, dann kann man eine andere Map machen. Wollen wir das gleich mal machen? Ich würde noch einmal da hochkraxeln und versuchen, meine 36 zu toppen. Ja, sehr schön. Aber dann können wir gerne auf eine andere Map gehen. Weiß nicht, wie genau man springt, aber ich würde jetzt mal hier, okay? Okay. Du kannst ja mal gucken, ob es geht. Und? 3, 2 und los. Oh ja, das sieht gut aus. Nein, ich bin einfach nicht gestorben. Was soll denn das? Mist, ich bin gar nicht richtig gesprungen. Aber ich glaube, das war ganz gut, weil ich möchte hier links sterben gerne. Dann falle ich nämlich tiefer. Oh, das war kein guter. Das war gar kein guter. Nee, 35. Knochen. Warte mal, hier ist eine Treppe. Seit wann ist die denn da? Das meine ich, wir sind oben. Wir sind eine hochgekommen. Ne? Ja, ja, wir sind höher gekommen. Voll gut. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Wir haben das System ausgetrickst.
Yeah, wir sind doch Versicherungsbetrüger. Wir sind richtig der Versicherungsbetrüger-Simulator, Leute. Falls ihr das Spiel auch so spielen wollt, dann sucht bitte nach Insurance Fraud irgendwas. Nein, man wird zurücktippiert, wenn du Och, oben bist. Och nee, schon wieder? Das ist doch ein Witz. Ja, dann springen wir von hier, okay? Wir können oben vor der Treppe springen. Da werden wir ja noch nicht tippiert, oder? Eigentlich schon. Warte, dann springen wir von oben von der Treppe wieder hoch. Hast du dir schon mal was gebrochen? Nee, ich habe mir tatsächlich noch nie was gebrochen. Ich bin einen resistenten Körper. Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich mir letztes Jahr einen Zeh gebrochen. Und dieses Jahr noch einen. Oh, so, nein. Okay, von hier. Ich habe mir einmal was angebrochen, aber das zählt nicht. Okay, und runter. Das okay. War auch nur ein kleiner Finger oder so. Oh, ja, oh, ja, oh, das ist ein guter Fall. Das ist ein guter Fall. Viele Aufprälle. Wow, 19. Oh, oh, richtig gegen den... Es piept. Ich bin weiß, wenn es piept. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und 66! Nein! 66 Knochen! Das ist ein... Also, ne? Das ist schon ein Ding. Meine Hände das sind komplett... Das ist heftig. Mist. Was hast du? 21. 21, ne? Stell dir mal vor, man hat sich nur 21 Knochen gebrochen. Peinlich. Wie viele Knochen hat eigentlich der menschliche Körper? Oh, das wusste ich mal. Das hatten wir ja? In der Schule. Ja, ja. Hetz mal. Ich glaube, irgendwas um die 200 rum. Ja, das stimmt sogar. Weißt du? Weißt du die genaue Zahl? Ja, ich glaube, 206 bis 214 steht jetzt bei Wikipedia. Ah ja, du weißt es. Ja, ja, klar, ich kenne mich aus. Ich bin quasi, bin ich Facharzt für Knochologie. Bist du bereit, nochmal zu stürzen? Ich bin bereit, wo bist du? Ich bin oben auf der Treppe wieder. Okay, warte, ich laufe gerade hoch. Okay. Ich bin gleich bei dir. Ich gebe mir Mühe. Ich springe dir nach, du kannst es, glaube ich, besser. So. Okay, runter. Und... Ah! Oh, ich glaube, wenn ich hier gegenstoße, dann ist... Nee, Mist. Och, nee! Ich lebe noch. Nein, echt jetzt? Ja. Hör ich auch. Ich glaube, ich habe langsam genug Geld, um das nächste Level zu erreichen, hoffe ich. Oh, das war gar kein schlechter. Kannst du nochmal hier gegenfallen, bitte? Ja, sehr schön. Oh, vielversprechend. Und voll gegen den Stein. Und gegen den Baum. Oh, ich glaube, das ist... Ach, naja. Oder? Ich glaube, das ist ein... Es trötet schon wieder. 46 habe ich. 100. 100? 100. Hör auf. Ich bin so ein Knochenbrecher. Ich habe meine innere Berufung gefunden. Ich bin sonst nicht so viel gut, also nicht gut in so vielen Spielen, aber im Knochenbrecher-Simulator in Roblox. Der mich erst getäuscht hat und gesagt hat, ich mache einen Versicherungsbetrug, ja? Da liegen meine wahren Talente. Also das muss man halt auch immer mal in Betracht ziehen. Das ist echt so. Das dritte Level? Nee, das kostet 100.000. 100! Oh. Aber das kriegen wir hin. Ich habe schon 82 und du? Ja, ich habe auch 77, also nicht so weit weg. Ja, perfekt, alles klar. Dann noch zweimal springen oder ein, zweimal. Ja, einfach. Und dann kommen wir... Kurz noch mal runter und dann geht's. Ja. Oh ja, ich habe jetzt genug. Du hast genug? Ich habe genug. Auf geht's ins dritte Level. Yes! Zu Mount Sakwiri irgendwas, Sila. Komm und let's go! Okay, und runter. Au! Au. Au. Sieht immer und so brutal das. Aus. Oh mein Gott! Das Problem ist, man fliegt zwar viel, aber es bringt dir tatsächlich gar nicht so viel. Oh, ich hänge im. Nein, ich hänge Doch, ich habe mir gerade 57 Knochen bei einem Aufprall gebrochen. Oh, ehrlich? Ja, das hatte ich auch noch nie. Oh. Hatte ich auch. Ich glaube, wenn man auf den Kopf landet. Ah, okay. Und dann kam so ein Sound so. Ja, genau. Dieses weiße Leuchten. Dann dieses ja. Ja, das hatte ich bei dem 100er. Ach so, ja. Dann bist du wahrscheinlich auch auf den Kopf gelandet. Das kann sein. Okay, dreh. Kann man sich selber drehen? Ich würde gerne auf den Kopf landen. Ich will auch auf den Kopf landen. Ganz schlechtes Beispiel hier für alle, die das gucken. Oh, und schön gegen die Wand. Aha, aha. Es ist kein guter Sturz. Aber ich habe viel gleichmäßig gebrochen. Ist auch was wert. Ah, ich lieg neben dir, hi! ich hab gerade 77 und du so? 53 leider nur. Ah, das geht noch besser, Ronja. Meinst du? Ich denk schon. Ich wünschte, wir hätten genug für das Eisgebiet. Wie viel kostet das? Wenn du direkt nach rechts diesen, Erdweg hochgehst, da kannst du ein bisschen hoch, ohne dass du gewartet wirst. Okay. Aber nicht zu weit, weil sonst ist er direkt am Stress machen. Und dann kann man sich hier richtig schön runterstürzen. Siehst du das? Von hier? Ja, ja. Okay, let's go! Und eins!
Wow. Oh ja. Warte, du bist einfach stehen geblieben. Ich bin da einfach liegen geblieben. Oh, ja. Und du da unten wie so eine Ameise. Das war auch kein Grund. Ich sehe, erstens will ich schwimmen an Land. Ich paddel. Ich mach Kraulschwimmen. War kein Grund. Irgendwie geht das nicht so richtig hier, oder? Nee. Also ich glaube, die Ebene davor, die war fast vielversprechend, ne? Ich versuche nochmal einen normalen Sprung. Ah doch, bei mir wird's was. Ja? Ich werfe ja. Oh ja, ich glaube, das 94! War oh, ehrlich? Ja. Voll gut. Was war dein Highscore? Hast du den auch stehen? 94 ist mein Highscore. Ah, habe ich gerade gemacht. Ich habe noch keine 100 geschafft, leider. Tja, wäre mir peinlich. Wenn ich noch keine 100 ja, genau. Knochen gebrochen hätte. Mensch. Naja. Kann ja nicht jeder so kann bekloppt jeder sein so wie du. Kann nicht jeder so ein Knochenbrecher sein. Ist okay, ich sehe es ein. Mir reichen auch die 94 gebrochenen Knochen. Also ich kann dafür weder Parcours noch mich in irgendwas navigieren oder sonst irgendwas, aber Roblox Knochenbrecher Simulator. Da ja, nice. Ist meine wahre Stärke. Ich bin auf dem Kopf. Das ist immer so. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? Hast du mal geguckt? Nee, 250. 250? Ja. Ui, das ist viel. Aber ich habe schon 150. Echt? Ja. Du nicht? Nö. Du musst halt ein bisschen rumspringen. Springe. Ja, ja. Weißt du, erzählst mir sowas, du wärst gut, aber am Ende ja, noch nicht glaub, mal. Ich glaube, ich habe wenig Gute. Aber dafür habe ich halt nicht viele. Du hast wenig Gute, ich aber wenige, dafür aber hast dafür du auch sind nicht sie gut, viele. Aber ich habe nicht... Ich bin zwar dumm, aber dafür bin ich auch hässlich. So möchte ich es jetzt nicht sagen. wenn du richtig springst hier, du musst rechts an die Klippen ran und dann kannst du rechts an den Klippen so immer weiter von Klippe zu Klippe fliegen. Ehrlich? Ich versuch's okay. mal. Ich guck dir zu. Ich lerne von den Besten. Ah, das sieht gut aus. Das sieht noch, ja. noch viel Schaden aus. Und zack, aus. Wieder Klippe. Nächste. Ich komme nicht gegen die Klippen. Oh, hier doch. Oh ja. Oh ja, easy. Ich glaube, da hast du was. Ja, das ist richtig oh. gut. Und jetzt nochmal langer freier Fall. Schön. Oh, das war ein guter. Ja, okay, 77. Aber immerhin. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Level 5. 92. Und 100. Cool. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube, mit Ligamente meint er angebrochene Knochen. Weil links an der Seite ist immer so ein halbgeknacktes Knochenzeichen. Ach so. Oder? Das kann sogar sein, ja. Das ist meine Theorie jetzt hier. Hm. Ich bin nicht sicher, aber... Okay, cool. Hast du schon 250.000? Nee, leider nicht. Okay, ich kletter hier schon fleißig die Treppe hoch und habe hier eine 1er Steinwand. Ich sehe hier große Erfolge. Was hast du? Ja, aber wenn du... du musst halt auf die Ebene quasi erst aufkommen, wo ich jetzt bin. Weil da oben kriegst du noch keinen Schaden. Aber wenn ich ein paar Mal gegen die Steinwand dotze? Nee, habe ich gerade versucht. Da oben habe ich noch keinen Schaden bekommen. Ah. Ich glaube immer nur ab dem Level, wo man selber ist. Aber du kriegst halt Schwung. Das meine ich. Ach so, ah, okay. Ja, du kriegst halt Schwung und kannst weiter runterspringen. Das würde funktionieren. Das, okay, das probiere ich. Okay, das ist gut. Das, ui, es ist richtig unscharf geworden bei mir. Aber ich glaube, ich habe zwar Schwung, aber das bringt mir nicht so viel, weil ich gegen Gras nur komme. Und Gras macht noch nicht so viel kaputt wie Stein. Oh, hier geht's nee, weiter. Nee, ich weiß. Vielleicht kann ich hier weiter rutschen. Ach komm, rutsch. Das kleine Stückchen noch. Macht wieder Spagat auf der Klippe. Das ist ja auch. Sieht aus, als ob ich Yoga mache hier. Das ist ja ein Witz. Mann. Hätte auch mal rutschen können. Gut, dann halt nicht. Dann springe ich halt hier. Ich sehe aus, als wenn ich Yoga mache. Oh ja, stimmt. Ist es sonst so der Yoga? Okay, lass zusammenspringen. Okay, okay, wo bist du? Ah ja. Hier. Ich habe dich gerade gesehen. Macht gar keinen Sinn. Oder wollen wir dem Typen da hinterher? Sie wissen vielleicht, wie man springt. Meinst du? Ja, okay, wir rennen den Typen hier. Der hier sieht wie ein Profi aus. Der 5. Nee, der weiß nicht, was. Der mal der gar keine Ahnung. Runter. Der springt einfach nur runter. Das sieht ja aus wie ein Anfänger. Oh! 20? Okay. Bin hier. Boom! Au. Autsch. Au, ja, das war ein guter. Das war ein guter. Schön gegen den Baum. Au. Mhm, weiter geht's. Hier ist einer auf dem Weg. Den überhole ich. Ah, ist den überhole ich. Ja. Hab ich. Okay, cool.
so gut war das... Ah, ich glaube, ich komme nicht mehr auf diese 100 irgendwas. Die waren eine Ebene drunter irgendwie. Sehr viel vielversprechender. Es gibt bestimmt auch noch einen besseren Absprungort hier. Was ist denn, wo man öfter gegen die Klippen kommt, auf jeden Fall. Gegen die Klippen stößt. Was ist denn hier mit der linken Seite? Kann man da nicht vielleicht was machen? Weil da sind wenig Klippen. Hm. Wo stürzt du dich immer runter? Vom Berg? Ja, gut. Ich versuch's hier nochmal. Och nee. Ich habe einen leichten Hüpfer gemacht und dann ist mein Charakter so. Ah! Ich habe mir meinen Knöchel verstaucht. Leider habe ich jetzt einen gebrochenen Knochen. Weiter geht's. Wo springst du jetzt hin? Von hier. Einfach runter rechts gegen die Wand. Gut. Okay. Dann 3, 2, 1. Und runter da. Okay. Man segelt. Oh ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird doch nicht. Heißt, ob das bei dir was gewohnt? 53 mit einem. Hör auf, bei mir ging das nicht. Okay, 80. Halt, 80 ist nicht viel. Nee. Da unten ist einer, der puffert, glaube ich, mein... Ich hänge hier rum. Voll schade, dass hier unten keine Steine sind, an denen man sich noch ein paar Knochen aufschlagen kann. Sehr echt, ja, echt mega schade. Voll schade. Naja, gut. Das war's für dieses Mal Versicherungsbetrugssimulator. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, was? Wir holen jetzt unser Geld von der Versicherung. Wir holen jetzt unser Geld von der Versicherung. Falls ihr das auch machen möchtet, wie gesagt, dann abonniert unseren Kanal, also unseren, meinen und Easys. Wir sind, es sind zwei. Es ist nicht ein gemeinschaftlicher. Ja, also, ne? Alles klar. Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.